Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Quistol Video und heute geht das erste Duell gegen Elin.m. Runde 1 Glaube und Religion. Wer sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich? Jesus war das. Welcher Papst eröffnete das Zweite Vatikanische Konzil? Das war der Johannes der 23. Da habe ich im Religionsunterricht gelernt, also Schule ist doch noch etwas nützlich. Wie hieß die Frau von Abraham im Alten Testament? Sarah. Und somit die perfekte erste Runde. Weiter geht's somit mit Runde 2. Und da sind wieder schwierige Kategorien dabei. Ich nehme aber Musik und Hits dieses Mal. Wer schrieb Songs wie You Can Call Me Old, Me and Julio Down by the Schulgard und Queensland? Keine Ahnung, da muss ich raten. Das war falsch. Welches Mitglied der Bee Gees lebt noch? Stand 2013. Tipp mir auf keines, ist auch falsch. Also auch nicht meine Kategorie, ganz klar. Von welchen Farben rappt Wiz Khalifa in einer seiner bekanntesten Hits? Gelb und Schwarz, wenigstens noch eine Frage richtig. Weiter geht's gegen Elin.m. 4:2 Führung. Dritte Runde TV sehen kann ich überhaupt nicht. Also das ist die Kategorie, wo ich nicht so gut bin, aber hier habe ich mal eine Frage richtig. Das gibt's nicht. Ich tippe einfach irgendwas an. Und es funktioniert sogar zweimal richtig gut. Und somit bin ich 6:4 vorne. Jetzt darf ich für die Kategorie auswählen und ich nehme natürlich Sport und Freizeit. Welchen Fußballverein unterstützt die deutsche Rockband Die Toten Hosen? HSV, nein, Düsseldorf. Wie heißt eine Schlagart im Tennis, bei welcher der Ball mit einem Rückwärtsdrall gespielt wird? Topspin ist falsch, okay. Und auch hier läuft's nicht so gut. Nach 4 Runden bin ich weiterhin mit 6:4 vorne. Jetzt Runde 5, Macht und Geld. Womit beschäftigt sich das UN-Organ UNHCR? Fragen heißt niemand mal, nein, Flüchtlingsfragen, okay. Welche dieser NATO-Staaten gehört nicht zu den ursprünglichen Mitgliedern seit 1949? Island? Nein, Spanien, okay. Also aktuell läuft es nicht mehr so. Welche Partei gehörte der Bundespräsident Walter Scheel an? FDP, und das ist richtig. 7:4, also nach 5 Runden. Somit ist mir der Sieg praktisch nicht mehr zu nehmen. Vor allem wegen der ersten Runde, weil ich da ziemlich stark war. Ansonsten wäre es deutlich enger geworden, wahrscheinlich. Das ist Facebook. Da tippen wir mal das erste, ist auch richtig. Und dann das letzte war zwar falsch, aber trotzdem auf jeden Fall das erste Duell des Videos habe ich für mich entschieden. Am Ende bleibt es also auch beim 9:4 gegen Elin.m im ersten Spiel des Videos. Und jetzt würde ich sagen, geht es rein in das zweite Duell. Das zweite Duell des Videos geht gegen Timur 31415. Auch einer, der meine Quiztool-Videos öfter mal ansieht. Also Grüße gehen raus an der Stelle. Und jetzt würde ich sagen, starten wir die erste Runde, Körper und Geist. Welches Organ hat die Aufgabe, alte Blutkörperchen abzubauen und eine Art weißer Blutkörperchen zu produzieren? Das müsste die Leber sein, nein, das ist die Milz, okay. Was findet man im menschlichen Ohr? Das ist Hammer, Amboss und Steigbügel. Das sind nämlich Knochen, irgendwie im Ohr. Was wird medizinisch als Lumbago bezeichnet? Juckheiz, nein, tatsächlich ein Hexenschuss. Somit bin ich also in der ersten Runde knapp hinten mit 1:2. Weiter geht's mit der zweiten Runde, da nehme ich natürlich Sport und Freizeit. Ganz klar. Welche der folgenden Sportarten war noch nie bei Olympischen Sommerspielen vertreten? Polo oder nein, Rally. Also Olympia-Fragen, das kann ich einfach nicht so gut. Auch hier Golffrage, keine Ahnung.
Wer gewann die erste Fußball-WM der Frauen im Jahr 1991 in China? Hat das Deutschland gewonnen? Ich gehe mal auf Schweden. Es war am Ende die USA, also bisher läuft es noch nicht gut. Dritte Runde jetzt also am Start gegen Timor 3-1-4-1-5. 1-2 noch knapp hinten, dritte Runde jetzt 100er Technik. Mal schauen, wie es da läuft. Welches der folgenden ist kein sogenanntes Android-Handy? Das ist iPhone, 3GS natürlich. iPhone ist ja auch von Apple, ganz klar. Das ist IBM. Welche Farben sind auf einem Schild zu sehen, welches auf einen Notausgang hinweist? Ganz klar grün und weiß. Aber das waren jetzt auch drei Fragen, wo nicht so richtig schwierig waren. Dann geht es jetzt weiter mit Runde Nummer 4. Da darf jetzt ich wieder die Kategorie auswählen. Da haben wir zur Auswahl draußen im Grün, Medien, Unterhaltung oder Zeugen der Zeit. Nämlich draußen im Grün, ganz klar. Welches Tier ist in etwa so groß wie ein männlicher Wanderfalke? Steinadler, nein, eine Krähe, okay. Ich dachte, ein Wanderfalke wäre irgendwie ja etwas größer. Was ist ein oder eine Arowana? Blume, Schlange, Fisch oder Käfer? Ich auf Blume ist ein Fisch, okay. Wo kann man keine Panzernashörner beobachten? Tansania, Indien, Nepal oder Bangladesch? Das ist in Tansania der Fall. Und somit wenigstens eine Frage richtig. Weiter geht's also gegen Timor 3-1-4-1-5. 5-5 steht es nach 400, also alles offen. Aber 105 Computerspiele ist nicht einfach. Welches Nintendo GameCube-Spiel aus dem Jahr 2003 hatte zwei Trommel als Controller? Da kann ich nur haken. Wer ist Lara Crofts Widersacher in Tomb Raider 4 The Last Revolution? Keine Ahnung. Welcher der folgenden Titel ist kein Horrorspiel? Red Dead Redemption, das war aber auch geraten. 6-6 unentschieden, also nach 5 Runden. Also die letzte Runde entscheidet somit über Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Und ich nehme Hund um die Welt, weil ich das auch relativ gut kann. Welche Stadt liegt nicht an der Donau? Bratislava oder Sarajevo? Sarajevo nehme und das ist richtig. Linz und Regensburg kann ich beide ausschließen. Im Zusammenhang mit Vulkanausbrüchen auf Island fällt häufig der Ausdruck Jökulhlaup. Was ist damit gemeint? Keine Ahnung. Wie heißt Brasiliens berühmter Zuckerhut, wenn man ihn wortwörtlich übersetzt? Salzburg, nein, Zuckerbrot, okay. Eine Frage richtig, also da kann noch einiges passieren. Also entschieden ist noch gar nichts. Am Ende gewinne ich dann doch noch gegen Timor 3-1-4-1-5, 7-6 nach 6 Runden. Allerdings muss man auch sagen, dass es ein relativ glücklicher Sieg auch war, wenn man das auch angesehen hat. Ich hatte zum Beispiel in Sport und Freizeit einfach drei Fragen falsch und auch sonst nicht so gut gespielt aus dem Wunder der Technik. Ich denke, ein Unentschieden wäre auf jeden Fall verdienter gewesen, aber ist ja dann auch egal, würde ich sagen. Letzte Runde hat es so ein bisschen entschieden. Ja, und dann würde ich auch sagen, war es das jetzt auch mit diesem Video. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Let's Play Quiz Duell. Also bis dann und ciao.